Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! So ganz kann ich nicht nachvollziehen, warum bei diesem Tagesordnungspunkt so viele Kolleginnen und Kollegen auch auf der Regierungsbank nach der Debatte über Diesel und Zukunft der Mobilität die Reihen verlassen haben. Weil es liegt doch auf der Hand. Es liegt doch auf der Hand. Ich denke, wir sind vollzählig, was diese Frage angeht. Was diese Frage angeht, sind wir gut präpariert und vollzählig. Nein, ich will deutlich machen an dieser Stelle, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wir diskutieren auf der einen Seite, wie wir zukünftig Mobilität gestalten, und vergessen aber dann in der zweiten Runde, wo denn das Geld dafür herkommen soll, zukünftig solche Projekte anzuschieben. Ich darf daran erinnern, dass es ein Landesprogramm emissionsfreie Innenstädte gibt, mit gut 100 Millionen ausgestattet, wovon ein großer Anteil aus eben diesen hier diskutierten EU-Fördermitteln kommt. Ich darf daran erinnern, wenn es darum geht, die Energiewende in unsere Städte zu bringen, nämlich Wärme auch mit einzubeziehen, dass ein Großteil der Mittel für diese Energiewende von der EU aus den Strukturfördermitteln kommt. Ich will damit deutlich machen, wenn es darum geht, Zukunft zu entwickeln in unserem Land, dass es selbstverständlich damit zu tun hat, wie viele Mittel zukünftig bereitgestellt werden. Und insofern das eine hochinteressante Frage ist, wo und wie zukünftig diese Mittel nach Nordrhein-Westfalen fließen. Und ich hätte in der Tat längst hier eine Orientierung der Landesregierung erwartet. Meines Erachtens ist das Thema so brisant, weil es um Zukunftsfragen in unserem Land geht, dass es geeignet ist, eine Regierungserklärung dazu zu bekommen, wo und in welcher Weise soll zukünftig in der EU die Finanzierung organisiert werden. Entscheidend für die Strukturpolitik in unserem Land, im Übrigen auch, wenn es um die Frage der digitalen Infrastruktur geht oder der Digitalisierung unserer Wirtschaft. Auch hier, insbesondere wenn es um Gründungen geht, sind europäische Mittel, europäische Unterstützung von entscheidender Bedeutung. Und dann kommt ja noch ein wichtiges Thema, was Sie auf die Tagesordnung gesetzt haben, dadurch, dass Sie ein Heimatministerium gegründet haben. Wie und in welcher Weise sollen gleiche Lebensbedingungen in unserem Land zukünftig unterstützt werden, wenn es um die Strukturen im ländlichen Raum geht? Wesentliche Teile der Strukturförderung im ländlichen Raum kommen von der Europäischen Gemeinschaft. Also meines Erachtens sehr geeignet, über Zukunftsfragen zu diskutieren und hier eine Orientierung, eine Meinung des Landtages auch deutlich zum Ausdruck zu bringen, so wie in dem jetzt gemeinsamen Antrag vorgeschlagen, hier zumindest Position zu beziehen, dass diese Strukturförderung für die Zukunft unseres Landes in allen Landesteilen von wesentlicher Bedeutung ist und deshalb die Größenordnungen auch in dem Rahmen bleiben müssen. Und wer A sagt, muss dann auch B sagen. Wenn wir sagen, ja, wir wollen diese Gelder zukünftig für unser Bundesland haben zur Strukturförderung, weil es für wichtige wirtschaftliche Entwicklungen der Städte, der Unternehmen notwendig ist, dann muss man auch sagen, woher das Geld kommen soll. So, und da werden zwei Fragen diskutiert, wozu man eine Meinung sich bilden muss. Nämlich zum einen, sollen die Mitgliedstaaten ihre Beiträge erhöhen nach dem Brexit? Oder zum Zweiten, gibt es eigene Einnahmequellen zukünftig der Europäischen Union, um den Haushalt zu gestalten? Da hat ja Herr Oettinger Vorschläge zu gemacht, beispielsweise über eine Plastiksteuer oder über eine CO2-Steuer. Da würde mich natürlich auch interessieren, was ist die Haltung der Landesregierung zu einer solchen Strategie? Die hängt eng zusammen dann mit der Frage der Ausgabe hier bei uns und der Zukunft der Strukturförderung und damit natürlich auch der Möglichkeit, das, was Sie angekündigt haben, die Luft in unseren Städten besser zu machen, zukünftig durch eine andere Mobilität auch gestalten zu können. Dafür braucht man Geld, um die Kommunen zu unterstützen. Also, der erste Tagesordnungspunkt heute hängt sehr eng mit dem zweiten zusammen. Und deshalb würde ich mir hier wünschen, dass das gesamte Parlament eine klare Orientierung angibt für die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, für weitere Strukturförderung. Und ich würde mir endlich wünschen, dass auch die Landesregierung, der Ministerpräsident, klar erklärt, was er denn will und wie er auf Bundes- und europäischer Ebene zukünftig Nordrhein-Westfalen in dieser Frage vertreten will. Herzlichen Dank.